Wettbasiswissen Folge 5. Wir beschäftigen uns mit Talenten bzw. deren Ausbildungsstätten und schauen, was sind die profitabelsten Talentschmieden der Welt. Beziehungsweise haben das nicht wir getan oder nicht nur wir fragen uns das, sondern auch das CIES, das Centre International d'Études du Sport. Unschwer zu erkennen, ein französisches Institut, das sich mit Sport beschäftigt, das Internationale Zentrum für Sportstudien. Ja, und die Studie, die haben wir uns mal genauer angeschaut. Kleiner Disclaimer vorweg, es geht um die letzten 10 Jahre, also die aktuell profitabelsten Fußballakademien der Welt. Da haben sich die Kolleginnen und Kollegen des CIES nämlich die Transfererlöse angeschaut von Spielern, die mindestens 3 Spielzeiten lang im Alter von 15 bis 21 Jahren bei einem Club waren und dann verkauft wurden. Nein, nicht der FC Barcelona mit La Masia ist auf Platz 1. Das liegt daran, dass die großen Talente aktuell gar nicht verkauft werden sollen, sondern vielmehr in den eigenen Reihen behalten werden müssen oder sollen, weil sie einfach den großen Erfolg des Clubs zurückbringen sollen. Ich denke da an Xavi, an Lamine Yamal etc. Nein, auf Platz 1 ist Benfica Lissabon mit Transfererlösen von 516 Millionen Euro aus den letzten 10 Jahren, also gute 50 Millionen Euro pro Jahr, und das ist mit großem Abstand die Nummer 1. Wir schauen uns die Top 3 der profitabelsten Fußballakademien der Welt einmal genauer an und starten mit Benfica Lissabon. Ich hatte es vorhin erwähnt, 516 Millionen Euro die Transfererlöse in den vergangenen 10 Jahren mit Eigengewächsen aus der Akademie. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern aus dem Benfica Campus. Der wurde 2006 eröffnet, hat 15 Millionen Euro gekostet. Und aus dem kommen dann so Top-Talente wie João Felix, den man für 127 Millionen Euro damals zu Atletico Madrid transferiert hat. Zum Vergleich, der FC Bayern Campus, der hat 70 Millionen Euro gekostet, also über 4-mal so viel, wurde aber erst 2017 eröffnet. Also vielleicht kann man da dann in den kommenden Jahren auch ähnlich große Talente erwarten, wobei der FC Bayern dann diese Talente meist in den eigenen Reihen behalten will. Weitere große Namen, die aus dem Benfica Campus in den letzten Jahren verkauft wurden, sind unter anderem Ruben Dias, der ist zu Real Madrid gewechselt für 72 Millionen Euro, oder Gonzalo Ramos zu PSG für 65 Millionen. Auf Platz 2 Ajax Amsterdam mit ihrem Sportkomplex de Toekomst. Der wurde 1996 erbaut, 2013 dann erweitert und hat einige prominente Namen hervorgebracht. Allen voran Frenkie de Jong, der wurde bekanntermaßen zum FC Barcelona für 86 Millionen Euro transferiert. Dann unter anderem auch Matthijs de Ligt, der ist zu Juve gegangen für 85 Millionen Euro. Oder jüngstes Beispiel Jürgen Timber zum FC Arsenal für 40 Millionen Euro. Ajax Amsterdam ist übrigens auch der Club mit den meisten Verkäufen in den letzten 10 Jahren. 36 Spieler haben aus der Akademie heraus den Verein gewechselt. Auf Platz 3 Olympique Lyon. Die haben in den vergangenen Jahren auch große Talente rausgebracht, auch wenn sie bei den Profis so ein bisschen straucheln, sind ja in der Ligue 1 eigentlich nur noch Mittelfeld in den letzten Jahren. Aber Alexandre Lacazette zum Beispiel, prominentestes Beispiel, wurde für 53 Millionen Euro zum FC Arsenal verkauft. Bradley Barcola zu PSG für 45 Millionen Euro. Oder Corentin Tolisso zum FC Bayern, der wurde auch bei Olympique Lyon ausgebildet, wurde damals für 41 Millionen Euro transferiert. Weitere interessante Aspekte der Studie, weil dort auch die letzten 5 Jahre betrachtet wurden. Der FC Chelsea, der holt richtig auf in der Nachwuchsarbeit, haben in den letzten 5 Jahren die zweithöchsten Transfererlöse mit Eigengewächsen erwirtschaftet. Mag man eigentlich kaum glauben, weil der FC Chelsea natürlich auf großer Einkaufstour in den letzten Jahren vor allem war, viel den Kader umgebaut. Und dann holen auch noch City und RB Salzburg mit ihren Transfererlösen auch aus den letzten 5 Jahren vor allem richtig auf. Ja, und dann gibt es noch ja, so ein paar spezielle Einzelfälle. Zum Beispiel der AS Monaco ist in der Statistik der letzten 10 Jahre auf Platz 6. Das liegt eben aber vor allem an dem Transfer von Kylian Mbappé zu PSG.
Wir werfen einen Blick nach Deutschland und schauen uns die Top-Akademien hierzulande einmal an. Auf Platz 1 Bayer Leverkusen mit 214 Millionen Euro Transfererlösen in den vergangenen 10 Jahren. Im internationalen Vergleich auf Platz 17 zwar weit zurück, aber haben doch einige namhafte Spieler auch herausgebracht. Allen voran natürlich Kai Havertz, der für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea transferiert wurde. Platz 2 Borussia Dortmund, das liegt vor allem an Jude Bellingham und Jadon Sancho. Die wurden jeweils mit 17 Jahren von der Insel gekauft, auch schon für gutes Geld, 10 bzw. rund 30 Millionen Euro, dann weiter ausgebildet, in internationales Top-Niveau gebracht vom BVB und dann eben für deutlich mehr verkauft. Auf Platz 3, da ist die Knappenschmiede des FC Schalke 04, natürlich mit großen Namen wie Leroy Sané und damals Julian Draxler. Das sind allerdings auch schon Transfers, die ein Weilchen her sind. Also in den letzten, ja, 6 bis 8 Jahren haben die stattgefunden. Da ist zuletzt eher wenig passiert, was natürlich auch an der sportlichen Situation der Profis beim FC Schalke 04 liegt. Dahinter kommt dann der FC Bayern, 118 Millionen Euro Transfererlöse in den vergangenen 10 Jahren. Ja, die größten Namen eigentlich Toni Kroos, ist auch schon ein Weilchen her. Und dann gibt es noch ein jüngeres Beispiel, nämlich Malik Tillman zu PSV Eindhoven, allerdings nur für 12 Millionen Euro. Die Bayern wollen natürlich ihre eigenen Talente auch behalten und die dann in den Profis weiter ausbilden. Das Fazit: Benfica Lissabon ist die klare Nummer 1, was Talentschmieden angeht. Die deutschen Vereine haben dagegen Nachholbedarf. Platz 17 Bayer Leverkusen, da geht noch ein bisschen was. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass eben nur Transfererlöse betrachtet wurden, also die Marktwerte der Spieler, die vielleicht in den eigenen Reihen dann bei den Profis unter Vertrag sind, die werden in dieser Studie nicht betrachtet. Wäre vielleicht noch eine kleine Anregung, das beim nächsten Mal auch mit reinzunehmen. Ansonsten, ja, der FC Bayern, da kann man vielleicht in den nächsten Jahren einiges erwarten, denn der FCB Campus wurde 2017 eröffnet. Zum Vergleich, ich hatte es vorhin erwähnt, der Benfica Campus aus 2006, also die haben schon deutlich mehr Erfahrung in der Ausbildung, speziell auf diesen großen Campusen. Also beim FC Bayern, da kann vielleicht in den nächsten Jahren einiges kommen. Man sieht es ja schon zum Beispiel an Alexander Pavlovic oder Franz Kretzig, weiteren Spielern, die dann langsam an die Profis herangeführt werden. Schreibt gerne auch in die Kommentare, was für euch die größten Fußballakademien der Welt sind. Vielleicht kommen ja da noch die ein oder anderen Gedanken von euch. Wir würden uns freuen und sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!